Hallo, was machen Sachen? Ja, wie ihr den Titel entnehmen könnt, gab es halt ja, ein Ereignis, ein gemeinsames YouTube. Und ist für uns halt sehr nervig gewesen, aber dennoch erzählenswert. Daher dieses Video. Und ich möchte es einfach auch nochmal als Aufklärung nutzen. Was ist gemeinsames YouTube? Was machen wir da? Was passiert hier? Oder auch, was man halt vielleicht nicht machen sollte. Einmal vorweg: Primär geht es hier um einen Kanal, der uns halt so ein bisschen verarscht hat oder genervt hat, je nachdem, Ansichtssache. Ich muss ihm halt irgendwie einen Namen geben. Ich will ihn nicht beim originalen Namen nennen. Ich möchte keine Hetzjagden veranstalten. Also, wir nennen jetzt einfach mal minhalber Kevin. Das ist der Kevin-Kanal. Aber bitte geht jetzt nicht irgendwie los und nervt alle Kevins. Das ist jetzt einfach nur ein Name, weil irgendwie muss er ja heißen, ohne dass ich den echten Namen des Kanals nenne. Zum Zweiten erstmal, was ist jetzt eigentlich gemeinsam YouTube? Also, gemeinsam YouTube ist eine Community aus kleinen YouTubern, die sich zusammengetan haben, um sich gegenseitig zu unterstützen und auch halt andere kleine YouTuber zu unterstützen. Ja, wir wollen uns einfach alle gegenseitig ein bisschen unterstützen, unter die Arme greifen und als Gemeinschaft irgendwas tun. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Community ist der Kanal Quizzobora. Er hat das alles gestartet, er hat die Community in die Wege geleitet. Und auf seinem Kanal gibt es das Format Ich reagiere auf eure Kanäle, worum es jetzt hauptsächlich gehen wird. Ja, und in diesen Videos tut er halt, wie der Name schon verspricht, einfach auf Kanäle reagieren. Er schaut sich aber den Kanal an sich an, den Banner, das Profilbild, Thumbnails, Info und natürlich auch schaut er mal in die Videos rein. Ja, und lässt dann halt Kritik, Feedback da und sagt halt, was er gut findet, was er nicht so gut findet. Und das alles halt in einer Premiere. Das will ich noch kurz dazu sagen, das haben die letzte Zeit wenige verstanden. Die Videos sind Premieren, das sind keine Livestreams. Das Einzige, was live ist, ist der Chat, in dem wir uns unterhalten, in dem auch Quizzo ist mit seinen Mods. Ich bin auch einer davon, ich bin auch oft da. Ja, gesagt, das Video ist vorgefertigt. Letzte Zeit hatten wir viele, die halt sich wundern, dass halt auf sie nicht reagiert wird in einem Video. Ja, das wollte ich halt nur mal kurz noch dazu sagen, weil es halt letzte Zeit Verwirrung gab, warum denn der Livestream kein Livestream ist, sondern eine Premiere. Warum keiner reagiert. Ich wundere mich halt, warum. Die Premiere-Funktion gibt es jetzt schon eine Weile, dass man da irgendwie den Unterschied noch nicht verstanden hat, dass eine Premiere nicht live ist, sondern ein fertiges Video, das halt zu diesem Zeitpunkt das erste Mal online kommt mit Live-Chat. Ja, und wenn man möchte, dass Herr Quizzo sich einfach mal seinen Kanal anschaut, muss man einfach nur die Kommentare schreiben: Bitte reagier auf meinen Kanal. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man in der nächsten Folge eventuell angenommen wird. Was ihr halt auch bedenken müsst: Im Moment läuft das halt ziemlich gut und wir haben teilweise über 100 Kommentare und alle wollen, dass man auf einen reagiert. Ihr könnt nicht sofort drangenommen werden, wenn ihr einmal schreibt. Es ist so gut wie unmöglich, halt beim ersten Mal direkt rausgenommen zu werden. Wir versuchen ein bisschen darauf zu achten, dass halt gerade Leute, die öfters da sind, auch eher drangenommen werden, weil sie halt schon länger warten und öfters da sind. Weil sie länger mitmachen, weil sie im Chat sind, weil sie halt auch öfters mal Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, wir nehmen im Video 5 Leute dran. Oder schreiben 100 drunter. Die kann man nicht alle sofort rannehmen. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, wann ihr rangenommen werdet. Und selbst wenn ihr nicht direkt drangenommen werdet, es lohnt sich echt mal, die Videos zu schauen. Vielleicht findet ihr einen Kanal, den ihr schön findet. Ja, im Chat kann man sich ein bisschen austauschen. Man kann auch die Tipps, die halt gesagt werden, auf seinen Kanal mit übernehmen, weil viele Sachen sind halt für viele Kanäle anwendbar. Nicht nur für diesen einen, man kann auch für sich Tipps übernehmen und sie halt abwandeln. An für sich ja eigentlich simpel. Ich hoffe, es ist auch für euch verständlich, dass halt nicht jeder direkt drangenommen wird, weil er einmal hier schreit. Zumal Kevin hat ja schon eine Reaktion. Wir haben schon mal auf seinen Kanal reagiert. Oder vielmehr Quizzo. Ja, das ist zwar schon ein paar Monate her, aber er hatte eine gehabt, was er halt auch selbst bestätigt hat. Er hat Quizzo nochmal in der Textnachricht geschrieben, dass er ja schon eine hatte. Ich weiß jetzt halt nicht, welches Video. Ich habe mir die Mühe halt nicht gemacht, weil wir halt schon von ihm auch die Sache hatten. Weil wir auch von ihm schon die Aussage hatten, ja, ihr habt ja schon mal, jetzt macht doch noch mal, weil ich einmal geschrieben habe. Ich hoffe, wenigstens für euch ist das verständlicher, dass man halt eher Leute dran nehmt, die halt noch keine Chance hatten, öfters schon da sind und halt nicht nur einmal alle paar Monate hier schreien und dann sofort eine haben will. Kevin war halt, wie gesagt, anderer Meinung, hat auf Facebook ein Riesentheater gemacht, dass das alles unfair ist, das wäre ein Scam und die Videos würden ja gar nicht existieren. Ja, die über 60 Videos, die existieren gar nicht. Die hat sich Kevin eingebildet. Wenn ihr was anderes seht, ist das gelogen oder so, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man von sich selbst so überzeugt sein kann, dass man sich wichtiger für alle anderen hält oder halt alle anderen für zweitrangig. Hat das irgendjemand entschieden? Ich habe die Memo nicht gekriegt. Ist das so ein Level-System? Kann man Punkte sammeln? Vielleicht kann Kevin mir das sagen. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie aufleveln, dass ich wichtiger bin. Ha. Dann habe ich irgendwo mehr Zahlen stehen oder so. Keine Ahnung. Ich bin dann so ein, keine Ahnung, Sterne?
Kann man Sterne sammeln? Ja. So, jetzt aber mal Blödsinn-Gelaber beiseite. Tut jetzt nichts zur Sache. Es gibt keine Punkte. Man kann nicht aufleveln. Und weil das ja alles nichts genutzt hat, kam die nächste Drohung. Ich ziehe mein Abo zurück, wenn du mich nicht rankommst. Boah, was eine Drohung. Weniger Zahlen. Er und vielleicht ein paar seiner Abonnenten, die da mitmachen, keine Ahnung, wollen deabonnieren. Jetzt haben wir aber Angst. Das wäre halt irgendwie in Richtung einer Drohung, wenn er A. mehr Leute hätte und B. uns das überhaupt interessieren würde. Wie gesagt, gemeinsam YouTube hat das primäre Ziel, andere zu unterstützen. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Nicht Punkte sammeln oder Abonnenten sammeln. Auch so Sachen wie Abo für Abo, so ein Quatsch, machen wir alles gar nicht mit. Das ist alles zweitrangig. Keiner von uns ist in der Position zu sagen, ich brauche jetzt die und die Anzahl an irgendwas, damit ich halt meine Miete zahlen kann. Das ist alles Hobby. Keiner von uns ist in der Lage oder keiner von uns ist in der Position, da sich wirklich groß Gedanken machen zu müssen. Weil es hängt nichts davon ab, außer dass die Zahl hoch ist. Ich kann auch generell nicht verstehen, dass man sich selbst halt so fertig macht, dass halt irgendeine Zahl von irgendjemand höher ist als seine eigene. Weil er hat mehr Abos, er hat mehr Follower, er hat keine Ahnung. Keiner ist in der Position von uns zu sagen, da hängt was dran. Das ist halt einfach nur eine Zahl. Ja klar, schön, wenn die hoch ist. Aber es ist nicht schlimm, wenn sie nicht hoch ist. Nichts geht kaputt, weil sie niedrig ist. Ihr müsst nicht hungern, weil sie niedrig ist. Ihr habt nicht weniger Freunde, weil die niedrig ist. Ihr habt keine Ahnung. Irgendwie einen Nachteil, dass ihr eine hohe oder eine niedrige Zahl habt. In der Lage ist keiner von uns. Vielleicht irgendwann mal, aber momentan nicht. Da sind halt leider viele Leute anders und ich schweife zwar hier ein bisschen ab, aber das muss jetzt einfach mal raus. Ist auch gerade durch halt Premieren sind halt einige Kanäle aufgetaucht, die halt um Biegen und Brechen irgendwie Abonnentenzahlen hochkriegen wollen. Die halt alles Mögliche tun. Auch auf Facebook gibt es so viele Leute, die Abo für Abo machen und so ein Quatsch. Das bringt halt alles nichts. Oder ich schaue meine Videos an und nicht deine. Das bringt halt alles nichts. Nur weil du da einmal draufklickst und dann halt nie wieder, hast du halt nichts gewonnen. Was auch, glaube ich, viele nicht verstehen, dass es halt einfach auch Zeit braucht, um diese Zahlen zu kriegen. Auch die ganzen großen YouTuber haben halt mit kleinen Zahlen angefangen. Die waren nicht von Anfang an so groß. Die haben jahrelang gearbeitet, dass sie so groß sind. Das geht nicht von heute auf morgen. Das verstehen nicht viele. Das hat Jahre gedauert. Aber das scheinen irgendwie viele nicht zu sehen. Die denken, ich mache Videos und bin in halt einem Jahr reich und berühmt. Das hat noch nie funktioniert. Selbst zu Anfangszeiten. Das hat Jahre gedauert. Die ersten YouTuber, die halt wirklich davon gelebt haben, haben jahrelang Videos gemacht, einfach weil sie Bock drauf hatten, weil sie Spaß dran hatten. Dann hatten sie irgendwann Geld. Aber es ist halt nicht über Nacht passiert, es dauert. Und dann solltet ihr doch lieber was machen, was euch Spaß macht über Jahre, anstatt ihr irgendwas macht auf Biegen und Brechen, um irgendwie berühmt zu werden. Das macht euch kaputt. Das solltet ihr nicht tun. Habt doch einfach Spaß an dem, was ihr tut. Und wenn es dann doch Geld bringt, sei es jetzt nur ein paar Euro als Taschengeld, ist doch schön. Aber geht nicht mit dem Ziel ran, dass ihr auf Biegen und Brechen jetzt da irgendwas reißen wollt, dass ihr berühmt werden wollt, dass ihr reich werden wollt oder so. Das ist die falsche Angehensweise. Ihr macht euch damit nur kaputt. Ihr macht euch unnötig Stress, der nicht sein muss. Habt doch einfach Spaß. Wie gesagt, keiner ist in der Position von uns zu sagen, ich muss jetzt das und das erreichen, sonst habe ich nachher keine Miete. Sonst kann ich mir das nicht leisten. Macht doch einfach das, was euch Freude macht. Was ihr Spaß habt, was ihr mit anderen teilen wollt. Ja, und wenn ihr an dem, was ihr tut, auch Spaß habt, das färbt ab, dann sehen die Leute, das macht euch Spaß. Und habt ihr auch Leute, die halt mit euch Spaß haben. Das ist auch nicht verkehrt. Ich habe so viele Leute jetzt kennengelernt über YouTube oder Twitch. Das ist vollkommen egal, was da in der Zahl steht. Wir haben einfach Spaß zusammen. Ja, sorry, das musste jetzt einfach mal raus. Das hat mir jetzt ein bisschen auf dem Herzen gelegen. Das wollte ich schon irgendwie länger mal loswerden. Aber na, vorher war nicht so die Zeit. Das hat jetzt irgendwie gepasst. So, der Kevin, der war ja nicht nur bei Quizzo, sonst würde er da Quizzo stehen und nicht gemeinsam YouTube. Er war nämlich auch noch beim Zani. Deswegen habe ich jetzt einfach mal zusammengepackt, dass das alles zusammengehört. Der Zani hat nämlich Banner für ihn gemacht. Generell hat der Zani in Livestreams Banner erstellt. Früher auf YouTube, jetzt ist er auf Twitch übergewechselt. Natürlich alles in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal alle Hallo sagen. Generell alle sind in der Videobeschreibung verlinkt, bis auf Kevin, weil der soll ja anonym bleiben. Wäre ja Blödsinn, wenn ich dann halt die ganze Zeit von Kevin rede und dann halt den Kanal verlinke. Dann wisst ihr ja, worum es geht. Das ist ja nicht in der Sache. Also Kevin bleibt anonym, die anderen sind verlinkt. Wen es interessiert, schaut doch mal in die Beschreibung, da könnt ihr auf Links klicken. Dann öffnen sich Fenster. Dann seid ihr da. Okay, zurück zum Banner. Wie gesagt, Zani macht Banner für umsonst für die Leute, die in seinem Chat sind. Der Kevin hat auch dieses Angebot angenommen und hat halt mit Zani zusammen im Stream sein Banner erstellt. Der Banner war auch an für sich fertig. Nur war Kevin nicht ganz zufrieden, er war ein bisschen leer.
Aber der Zahn hat an dem Tag halt keine Zeit mehr gehabt, ihn nochmal zu bearbeiten. Und hat halt gesagt, ja, wir machen ihn an einem anderen Tag fertig. Ist auch eigentlich hoffentlich für alle verständlich, dass man halt nicht 24/7 streamt oder auf YouTube ist und irgendwas macht, sondern man hat ja noch ein Leben. Familie, man hat da noch Arbeit und Freunde und so weiter. Man kann nicht 24/7 am PC sitzen. Das funktioniert irgendwo nicht. Ich kann zwar verstehen, dass es halt ein bisschen ärgerlich für Kevin ist, dass er halt nicht direkt fertig gemacht hat, wie er das wollte. Aber der Banner war ja nutzbar. Er sah halt auch nicht verkehrt aus. Er war halt ein bisschen leer. Es sollte zusätzlich noch was dazu gemacht werden. Der Banner kann problemlos so benutzt werden. Der sah halt auch nicht verkehrt aus. Wie gesagt, halt ein bisschen leer. So, also hat man sich dazu entschlossen, okay, wir treffen uns an einem anderen Tag und machen den dann fertig. Wir machen den dann halt voller. Also, so zwischendurch kannst du ihn ja nehmen. Und dann kam halt das Problem auf, dass halt sich beide nicht auf einen Tag einigen konnten, an dem beide konnten. Ja, das hat halt auch dem Kevin wieder zu lange gedauert und hat sich beschwert, der Zani, der wäre ja so unzuverlässig mit seinem Gratis-Banner, der eigentlich fertig war. Er sollte nur noch überarbeitet werden, um ihn ein bisschen voller zu gestalten. Er hat halt auch wieder eine Riesenwelle geschoben. Es wäre doch alles so unzuverlässig und pipapo. Im Endeffekt hat er halt irgendwie jemand anderen gefunden, der ihn ein Banner erstellt. Irgendein armes Kind hat ihm auch einen kostenlosen Banner gemacht, der halt mit der Qualität von Zani halt nicht mithalten kann. Ja, kommt halt davon, wenn man halt einfach null Geduld hat. Und ich dachte schon, ich hätte keine Geduld. Ich hoffe halt, für euch ist es auch ein bisschen verständlicher, dass halt alle ein bisschen Leben noch haben, neben YouTube. Und halt nicht sofort parat stehen und halt alle stehen und liegen lassen für einen Gratis-Banner, der den anderen nichts kostet, außer seine Zeit. Ja, wie gesagt, Kevin war halt anderer Meinung. War wieder der Meinung, alles sofort jetzt und gleich, wenn er hier ruft. Ja, das war halt die Geschichte von Kevin, wie er halt gemeinsam YouTube so ein bisschen auf die Nerven ging, weil er gerade das Zeug nicht sofort gekriegt hat, wie er wollte. Ja, ich hoffe, ihr fandet das irgendwie ein bisschen spannend, vielleicht auch ein bisschen lustig. Mir war meistens genervt, aber ich fand das jetzt erzählenswert, zumal ich wollte das einfach ein bisschen loswerden. Hat irgendwas Therapeutisches, wenn ich euch voll labern kann. Oder in die Kamera. Ich weiß nicht, ob einer bis hierhin hergehört hat. Kann ja mal hier schreien. Oder wir suchen ein Passwort. Warte, warte, warte. Wie wär's mit, Käsekuchen. Wer bis hierhin gehört hat, der schreibt mal Käsekuchen rein. Vielleicht guckt ja einer so weit. Und wenn nicht, wundert sich einer, warum Käsekuchen da unten steht. Boah, das fände ich irgendwie lustig. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und auf Wiedersehen. Man sieht sich später.